Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Samstagspodcast. Wirklich klein, weil ich habe echt gar keine Zeit. Diese und nächste Woche werden der pure Stress für mich. Alleine schon, was ich heute alles weggerissen habe, ist erstaunlich. Bin ein bisschen stolz auf mich, wenn ich das so sagen darf. Aber ich will euch auch nicht mit Details nerven. Ich wollte nur sagen, nächste Woche habe ich sozusagen den Endspurt bei mir und dann das Wochenende ist Umzug. Und mal schauen, wie schnell das Internet in der neuen Bude zur Verfügung steht. Bestellt habe ich es schon vor über einem Monat. Und es gibt sogar einen Termin. Stellt euch das mal vor. Es gibt sogar einen Termin am Montag, ja, dass es eingeschaltet werden soll. Ob das klappt oder nicht, keine Ahnung. Überraschungen gibt es immer wieder. Und Horrorgeschichten vor allen Dingen, was die Provider angeht. Drückt mir einfach die Daumen, dass ich schnell wieder online bin und auch wieder schnell Videos produzieren kann. Dass da endlich Ruhe reinkommt in die Kiste und ich endlich mit den Let's Plays anfangen kann, denn die Liste wird nicht kürzer. Furchtbar. Die wird immer nur länger. Und damit auch ein herzlich willkommen zu all denen, die neu sind auf dem Channel. Ja, das ist mein kleiner Channel. Er folgt keinen festen Regeln. Ich mache in der Regel das, worauf wir alle irgendwie Lust haben. Meistens gibt es hier Let's Plays zu Souls-like-Spielen und Rogue-Vania-Spielen, aber ich rede auch extrem gerne über die Videospielbranche und auch über Animes, wie ihr vielleicht gesehen habt. An der Stelle muss ich sagen, ich habe immer noch ganz große Angst vor den Orange-Rückmeldungen von denen, die das gesehen haben, aber ich wollte mal etwas outside of the box empfehlen. Okay, ich habe furchtbar viele Sachen, über die ich reden will, allerdings nicht die Zeit dazu, deswegen muss ich mal irgendwie so ein bisschen was über Bethesda loswerden, was mich total irritiert. Bethesda irritiert mich. Bethesda übt Druck auf Sony aus, dass sie ihre Cross-Plattform-Philosophie mal ein bisschen überarbeiten sollen, überdenken. Das finde ich gut, also sie sagen, dieses Elder Scrolls Legends, also dieses Kartenspiel, was sie entwickelt haben, kommt nicht auf die PlayStation 4, solange Sony nicht das Cross-Plattform für alle Systeme offen macht, sodass wir alle gemeinsam spielen können, wie eine große Familie und nicht nur PlayStation-Fans untereinander. Ich finde das gut. Ich würde das bevorzugen, wenn wir einfach einen größeren Spielerpool hätten. Ich denke, unterm Strich profitieren wir alle davon. Viele haben natürlich dieses kreischende kleine Kind an der Xbox vor Augen. Ich denke aber, das ist nur ein Klischee. So schlimm wird es schon nicht werden. Und ich freue mich einfach, wenn der Pool größer wird, wenn die Wartezeiten fürs Matchmaking kürzer werden, wenn einfach mehr Abwechslung da ist an Leuten. Sprich, wenn man in Anführungszeichen Wettkampfspiele spielt, seien es jetzt Autofußball, Fußball oder irgendwelche Ego-Shooter, dass man einfach einen größeren Pool an Leuten hat, das auf seinem eigenen Skillniveau sich befinden, ne? Versteht ihr? Keine Ahnung, ich verwende jetzt mal eine Skala von 1 bis 100, mein Skill-Level ist 40, aber der Pool von Leuten mit diesem Skill-Level ist extrem gering. Es gibt super, super viele von 1 bis 30 und dann gibt es nur noch von 50 bis 80, so gefühlt richtig viele, aber nichts auf meinem Niveau. So ein Cross-Plattform bläht natürlich den Pool deutlich auf, so dass man auch, ich denke, mehr Spaß haben kann unterm Strich. Naja, und sie haben gesagt, ne, das Spiel kommt nicht, es sei denn, Crossplay wird aktiviert. Tschüssikowski. Geiler Move, finde ich großartig. Und dann macht Bethesda wieder etwas, das ich überhaupt nicht ausstehen kann. Sie verbieten das Weiterverkaufen von gebrauchten Spielen auf Amazon, nämlich The Evil Within 2. Und da denke ich mir dann, was? Geht's noch? Die mischen sich so krass in die privaten Angelegenheiten ihrer Kunden ein, dass sie jetzt einem vorschreiben, was man verkaufen darf und was nicht. Ich meine, ich besitze etwas und dann habe ich auch das Recht, es zu verkaufen. Solange es legal ist. Das ist jetzt nicht an irgendwelche Pflanzen im Keller denken. Ich meine, das ist ja logisch, dass man nur etwas verkaufen darf, was auch im Land legal ist. Und das schließt natürlich auch irgendwie fast alles mit ein, was man legal gekauft hat. Also, ich bin echt platt. Also, was die Aktion schon wieder sollte, das zeigt, dass Bethesda nicht unser Freund ist. Das sind die wenigsten Publisher. Die wollen einfach Riesenumsätze generieren und wie sie es machen,
das lassen die sich halt offen. Ob als Freund oder in Anführungszeichen Feind, sie gehen immer den Weg des Geldes. Da, wo es am meisten zu holen geht, diesen Weg folgen sie. Wenn ich das alles richtig gedeutet habe, sperrt es auch nur den Verkauf auf Amazon. Ja, also den Wiederverkauf. Sprich eBay oder hier, wie heißt diese Bude, die Kids abzieht? GameStop. Die werden nach wie vor das erlauben. Und es gibt ja auch PlayStation Trophies. Ein riesengroßes Forum, wo Spieler sehr aktiv Spiele durchtauschen. Ja? Dann passiert es mal, dass man sagt, hey, ja, ich habe, meins ist deutlich aktueller als deins. Wenn du nochmal 5 Euro dazulegst, dann können wir tauschen. Ne? Aber das ist eine tolle Börse. Ich habe da für meinen Teil auch schon ordentlich durchgetauscht. Extrem war das zur PlayStation 3 Zeit, wo ich gefühlt, ja, die Hälfte meiner PlayStation-Bibliothek ist irgendwie Secondhand. Und es war großartig. Das war großartig, dadurch konnte ich viele Spiele spielen, die ich mir sonst nie gekauft hätte. Tatsächlich. Und so hat auch der Entwickler dann ein bisschen Geld von mir bekommen, als ich dann die DLCs erworben habe. Also, eigentlich ist das gesund für sie, den Gebrauchtmarkt am Leben zu halten. Denn Leute, die sich gebrauchte Videospiele kaufen, machen es in der Regel deshalb, weil sie sich sie neu nicht leisten können oder nicht bereit sind, den Preis zu zahlen. Also, was ist besser? Ich meine, für uns ist es logisch, aber die denken anders. Naja. Ja, irgendwie war mir das wichtig, das mit Bethesda loszuwerden und nochmal ein Lebenszeichen von mir zu geben. Jo, gibt's noch? Jo, voll im Stress. Wenn ihr mir auf Twitter folgt, dann ab und zu poste ich dann ein paar Bilder, wenn ich es nicht vergesse, woran ich gerade aktiv arbeite. Meistens korrigiere ich die Fehler, die ich vor 10 Minuten gemacht habe. Ja, Wasserleitungen sind nicht mein Gebiet, ich sag's mal so. Und wo wir gerade dabei sind, ich muss dringend meinen Arsch wieder auf die Baustelle zurückbewegen. Ich nenne es immer Baustelle. Es ist ja eigentlich ein kleines Häuschen, aber im Moment sehe ich das nur als Baustelle an. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, meine Freunde. Wie ich schon sagte, ich wollte einfach nur mein Lebenszeichen geben. Hab jetzt nicht die Zeit, voll ins Detail einzusteigen über die News und die Themen, über die ich gerne reden möchte. Aber es gibt mich noch und ich wünsche euch allen noch ein richtig geiles Wochenende. Macht es gut alle zusammen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.